Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zur nächsten FIFA 21 Karrieresimulation. Erinnert sich eigentlich noch irgendjemand von euch da draußen an das Jahr 2016? Nicht nur war der HSV damals noch erstklassig, sondern hat doch im Sommer dieses Jahres einen unfassbar krassen Transfercoup gelandet. Ein junges, 20-jähriges Megatalent vom FC Barcelona verpflichtet mit dem Namen Alen Halilovic. Jedoch war dieser Wechsel quasi der Anfang vom Ende, denn heutzutage spielt der mittlerweile 25-jährige Halilovic in der zweiten englischen Liga bei Birmingham. Und genau an der Stelle kommen wir ins Spiel. Wir drücken nämlich für die heutige Karrieresimulation also auf den Reset-Knopf und Alen Halilovic bekommt also eine zweite Chance, zumindest virtuell, irgendwas noch aus seiner Karriere zu machen. Beginnen tun wir die Karriere beim FC Barcelona und bevor wir richtig beginnen, Freunde, vergesst natürlich nicht den Daumen nach oben da zu lassen, für euch nur ein kleiner Klick, für diese Karrieresimulation ein mega krasser Support, ansonsten Abo, Glocke auch nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, Kommentar für den Algorithmus auch gerne gesehen und natürlich auch Vorschläge für weitere Spieler, mit denen wir eben solche Videos machen sollen. Und da haben wir ihn jetzt also, 19 Jahre jung, 76er Gesamtstärke und ein Potenzial von 90, also man sieht, Halilovic war damals schon ein mega krasses Talent und für die Leute, die fragen, wieso der Anfang bei Barca und nicht bei Zagreb, die kroatische Liga gibt's leider nicht und dementsprechend starten wir eben bei den Katalanen rein. Im ersten Jahr wird Halilovic sich erstmal aber definitiv mit der Bank begnügen müssen, denn da ist natürlich Coutinho eindeutig vor ihm. Und damit wollen wir jetzt auch gar nicht lange rumfackeln. Der allererste Ballon d'Or-Sieger hier in der Karriere, Spieler des Jahres bekannt gegeben, das wird CR7. Im Team of the Year ist er dann wiederum nicht. Dafür haben wir da wie immer standardmäßig ganz viele Spieler von Liverpool, Bayern und Real. Und damit jetzt also angekommen, Freunde, im Mai 2021 blicken wir jetzt also auf die Resultate der ersten Saison und ich bin mal gespannt, wie viele Spiele Halilovic überhaupt gemacht hat. In der Liga leider Gottes kein Titel, Atletico holt den genau wie in echt in dem Jahr 2021, 5 Punkte trennen uns am Ende und es wird leider erstmal nur die Vizemeisterschaft. Ja gut, und wenn du dann auch auf Atletico in der Runde der letzten 32 im Pokal triffst, dann kannst du auch mal da ausscheiden. 4:1 in der Champions League im Viertelfinale im Clásico gegen Real, das ist dann eindeutig zu viel. Für jeden, für alle, für nicht nur Barca-Fans. Für Barca war es also kein erfolgreiches Jahr und für Alen Halilovic leider Gottes genauso wenig. Er hat sich um 2 Gesamtstärken verbessert, in gerade mal 6 Einsätzen konnte er natürlich kein Tor und keine Vorlage beisteuern. Sein Potenzial dazu gesunken auf 88, vielleicht wäre es ja mal Zeit für eine Leihe oder ähnliches. Denn jetzt sieht es schon wieder mit 78er Gesamtstärke und gerade mal 20 Jahren schon eher wieder so ein bisschen schlechter aus. Vor allen Dingen, wenn die Spielzeit eben so gering bleibt, dann wird er wahrscheinlich nächste Saison nur noch ein Potenzial von 85 haben oder so. Und dementsprechend soll der Junge die Spielzeit woanders erhalten. Als Beispiel in der Serie A, beim AC Mailand, wo er tatsächlich auch in echt gespielt hat. Da war er dann aber auch schon 23, 24 und es lief nicht gut. Hoffentlich läuft es aber dafür hier in dieser Karrieresimulation dafür dann umso besser. Natürlich ist Halilovic in dem Fall nicht der Einzige, der Barcelona verlässt. Ich wechsle natürlich auch hier in dem Fall zum AC Mailand als Trainer. Ja, dann bin ich halt auch hier in dem Fall der Leittrainer für ein Jahr. Und da haben wir ihn jetzt also, Freunde. Alen Halilovic im Trikot des AC Mailands mit einer 78er Gesamtstärke. Und tatsächlich gibt es auch für Halilovic einen Platz in der Startelf, wo unter anderem auch ein paar Neuzugänge am Start sind, wie als Beispiel Alderweireld in Innenverteidigung, Lacazette auf der Bank oder auch Zagadou. Der Ballon d'Or-Sieger aus Saison Nummer 2 freut mich natürlich als Bayern-Fan wie immer zu sehen, dass Robert Lewandowski zumindest virtuell eben den wunderbaren Ballon d'Or-Titel erhält und damit haben wir also schon mal Weltfußballer Nummer 2 abgehakt. Das zweite Team of the Year wird dieses Jahr einfach mal komplett von Manchester City-Spielern dominiert. Auch Leute wie Stones oder Zinchenko, die halt eben nicht mehr bei City spielen, sind eben noch mit drin. Ansonsten so Leute noch wie Mbappé, Koke oder Kimmich. Und jetzt also, Freunde, die zweite Saison ist vorbei. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe, dass er auch wirklich die Einsätze bekommen hat wie ein Stammspieler. Aber darauf und vieles mehr blicken wir jetzt. In der Liga leider Gottes nur der 4. Platz. Ist aber, würde ich sagen, kein Beinbruch. Am Ende des Tages trotzdem noch ein Platz für die Champions League. Und so weit waren wir nicht entfernt. Pokale sind wie gefühlt in jeder Karrieresimulation absolut verflucht. Wir scheiden im Viertelfinale aus gegen Sassuolo. Und oh Mann, ey, in der Champions League nur Gruppendritter geworden. Und dann halt auch noch in der Europa League im Halbfinale gegen fucking Real Sociedad auszuscheiden. Für Halilovic war das Jahr dann aber umso besser. Er konnte unfassbar viele Spiele sammeln, 35 an der Zahl, seine Gesamtstärke auf 82 gesteigert, sein Potenzial wieder hoch auf 91 und insgesamt 23 Scorer, 12 Tore und 11 Assists, also die Leihe war ein reiner Erfolg.
Und damit sieht es ja wieder schon gar nicht so schlecht aus. 21 Jahre alte, 82er Gesamtstärke, wir sind wieder auf einem sehr guten Weg mit Halilovic. Damit kehren jetzt aber natürlich meine Wenigkeit und vor allem Alen Halilovic wieder zurück zum FC Barcelona. Für die Leute, die übrigens fragen, wieso es keine EM oder WM gibt, wie beim letzten Video mit Balotelli, das hängt einfach nur damit zusammen, dass die kroatische Nationalmannschaft, glaube ich, gar nicht in FIFA vorhanden ist. Also nicht beim Anstoß, aber auch nicht im Karrieremodus bei Turnieren. Halilovic kehrt aber nicht ohne Grund zurück. Coutinho wurde vom Computer einfach verkauft, daneben wurden Hummels und Tielemans verpflichtet und Halilovic jetzt also als Stammzehner hinter dem Angriffstrio, hinter Fatih, Griezmann und Lionel Messi, der tatsächlich immer noch spielt mit einer 85er Gesamtstärke, aber ansonsten sieht die Mannschaft auch schon nicht schlecht aus. Freunde, ich glaube, wir haben jetzt so langsam aber sicher die Phase erreicht, in der Kylian Mbappé jeden Ballon d'Or wieder gewinnen wird. Im Team of the Year haben wir dieses Jahr nicht nur City-Spieler, sondern es ist ein bisschen gemischt da tatsächlich auch. Wir haben Leute von Atletico dabei, von Barcelona, von City, von Bayern, aber auch von Paris. Und damit endet jetzt also auch Saison Nummer 3, in der wir leider Gottes wieder mal nur Vizemeister werden. 88 Zähler auf dem Konto, Atletico schnappt sich das Ding schon wieder. Über Pokale will ich in der Zukunft einfach nicht mehr reden. Das ist nicht mehr schön. Das ist wirklich einfach unheimlich. Und dann gewinnst du 2-0 bei City, um dann aber im Rückspiel 3-1 heim auf die Fresse zu kriegen und auszuscheiden. Damit aber auch wieder zurück zu Halilovic, der wieder ein sehr, sehr gutes Jahr hatte. Er konnte 48 Spiele machen. Seine Gesamtstärke steigt auf 86, sein Potenzial auf 92, 21 Tore, 22 Vorlagen, also insgesamt 43 Scorer bisher gesammelt in der Saison selber, 9 Tore, 11 Vorlagen, würde ich mal sagen, ist ein ziemlich gutes Jahr, also könnte auf alle Fälle schlechter sein, geht aber natürlich auch immer besser. Seine Werte sehen ja schon so wirklich so ein bisschen aus wie die von Lionel Messi. 90 Tempo, 88 Dribbling, aber vor allen Dingen der Schießenwert bei gerade mal 76, da könnten wir vielleicht für die nächsten Jahre noch ein bisschen dran arbeiten. Saison Nummer 4, alles bleibt zumindest für Halilovic beim Alten. Die Barcelona-Mannschaft hat sich aber ein bisschen verändert, denn neu dazugekommen sind unter anderem so Namen wie Süle, Tierney und Diaz, den wir auf der Bank sehen. Zum Mbappé-Lodor muss ich glaube ich nicht sagen. Dafür haben wir aber dieses Jahr neu im Team of the Year immerhin noch ein paar Piemonte-Spieler dazu bekommen. Und damit kommen wir also zum Ende der vierten Saison. Ich bin gespannt, wie es für Barca lief, auf der anderen Seite aber auch, wie es für Halilovic lief. Und da ist er, Freunde, der erste Titel, den wir gewinnen, der La-Liga-Titel. Ein Punkt trennt uns am Ende von Atletico Madrid, 96 zu 95, aber das soll mir wirklich vollkommen egal sein. Pokale, Freunde, wir reden einfach nicht. Wir reden nicht. Da gewinnst du endlich mal einen Titel, scheidest aber im Pokal im Elfmeterschießen aus und die dreckigen, oh, Real Madrid, ey, mit Auswärtstorregel und einem 1-1 Gesamtergebnis setzen die sich wieder mal im Viertelfinale gegen uns durch. Kommen wir aber zu Halilovic, der sich von Jahr zu Jahr immer mehr und mehr steigert. 56 Einsätze, 12 Tore, 9 Vorlagen, Gesamtstärke auf 91 hoch, 93er Potenzial mittlerweile, 33 Tore insgesamt, 31 Assists, einen Titel konnte er gewinnen bisher, eben der La-Liga-Titel und 23 Jahre alt mittlerweile. Übrigens für die Leute, die sich fragen, wieso ich schon 23 Jahre alt einblende, obwohl er noch 22 ist, der hat im Juni Geburtstag, ich glaube am 18. oder so, das heißt immer zum Start der Saison wird er auch immer ein Jahr älter. Und jetzt mit 23 frisch gebackenen Jahren kommt der Hammerwechsel, Freunde. In echt die letzte Station auch in England gewesen, damals aber Birmingham in der zweiten englischen Liga, in der FL Championship. Hier ist es der FC Liverpool. Es geht nach Anfield für Alen Halilovic. 219,6 Millionen zahlen die Reds. Und ich muss schon sagen, so eine Stadionpräsentation in Anfield, Halilovic ist auf alle Fälle jetzt auf Star-Level angekommen. Um übrigens noch besser in die Liverpool-Mannschaft reinzupassen, haben wir die Position von Halilovic geändert. Er ist jetzt nicht mehr Zehner, sondern Mittelstürmer, ist ja auch nicht eigentlich weit entfernt. In FIFA würde das ein bisschen länger dauern, mit der Cheat-Engine habe ich es jetzt einfach relativ schnell hinbekommen. Mittelstürmer jetzt also von der Position, Gesamtstärke dafür aber auch auf 88 gesunken. Und ja, die Mannschaft von Liverpool ist schon ganz sexy, muss ich sagen. Genauso sexy findet Mbappé wahrscheinlich seine ganzen Ballon d'Ors, von denen er mittlerweile 80 im Schrank liegen hat. Was sehen meine Augen denn da? UEFA Team of the Year 2024 im Mittelfeld. Alen Halilovic für den FC Liverpool ist dabei. Also umso gespannter, muss ich sagen, bin ich jetzt auf das Ende von Saison Nummer 5, wo wir unter anderem schon ein Pokalfinale sehen, an neutralem Ort. Wahrscheinlich dann das FA Cup Finale gegen City. In der Liga ist es leider Gottes am Ende nur der zweite Platz wieder mal geworden, eine erneute Vizemeisterschaft, aber wenn man sich anguckt, wie knapp das da alles vorne war, dann ist das auch kein Beinbruch, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben echt unser Martyrium gefunden, Leute. In der Champions League jedes Jahr aufs Neue ausscheiden gegen Real Madrid, hier im Halbfinale, Gesamtergebnis 4 zu 3.
Und Freunde, ich kann meinen Augen nicht trauen, denn Halilovic ist von der 88er Gesamtstärke wieder zurück auf eine 92 gestiegen, 24 Jahre alt mittlerweile, und er konnte fleißig Scorer sammeln. 30 Tore, 8 Vorlagen, er hat den Torriecher gefunden. Es hat sich also auf alle Fälle bezahlt gemacht, ihn eben als Mittelstürmer bei Liverpool einzusetzen. Wir kommen jetzt also auf über 100 Scorer insgesamt. Und damit ist der vorher mickrige Schießenwert mittlerweile auch in einem sehr, sehr guten Bereich angelangt. 96 Tempo, 94 Dribbling, 86 Schießen und 87 Passen. Also mittlerweile kann der Allen genauso gut Vorlagen geben, wie er also treffen kann. Und jetzt also, Freunde, Schnellsimulation im FA Cup Finale gegen Manchester City. Und es wird ein 2:1 Sieg, Freunde. Ganz, ganz wichtige Nummer. Salah und Keita mit den Treffern. Und damit der nächste Titel für Allen. Und damit geht es jetzt für Halilovic mittlerweile schon in Saison Nummer 6 rein. Den Ballon d'Or dieses Jahr, den hat natürlich nicht Kylian Mbappé gewonnen, sondern Vinicius Junior. Eine relativ willkommene Abwechslung und Überraschung, die ich auch gerne sehe. Und genauso wird auch das Team of the Year hauptsächlich von Real Madrid-Spielern eben dominiert. Wahrscheinlich, weil die irgendwie Champions League Triple oder sonst was geholt haben. Und damit kommen wir jetzt also auch zum Ende von Saison Nummer 6 mittlerweile, in der wir sogar den Premier League Titel gewinnen. Aber Freunde, blickt auf die Punkte und danach auf die Tordifferenz. Also ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wonach das hier entschieden wurde, dass wir und nicht City Meister werden. Und ihr habt es auch schon unten gesehen, Freunde. Champions League Finale ist am Start. Chelsea ist der Gegner mit einer relativ interessanten Mannschaft. Lars Lucas May scheint da einfach auch irgendwie seinen Platz in der Innenverteidigung gefunden zu haben. Sehr wild auf alle Fälle. Halilovic ganz vorne, Freunde. McAllister dahinter, einer der Neuzugänge, genauso wie Kimpembe auch, wenn mich nicht alles täuscht, der da neu dazugekommen ist, oder ich täusche mich nur. Und am Ende ist es ein 2:0 Sieg. Ganz, ganz wichtig, Freunde. McAllister und eben auch Allan Halilovic. Der wahrscheinlich wichtigste Treffer seiner Karriere. Und ich glaube, scorertechnisch ist das hier die beste Saison, die wir bisher gesehen haben, Freunde. Plus 1 in der Gesamtstärke, Potenzial bleibt bei 93, 25 Jahre alt wird er bald, und er konnte 27 Tore und 14 Vorlagen sammeln und dazu eben noch 2 Titel, die dazugekommen sind, nämlich die Champions League und die Premier League. Aber Freunde, für die letzte Saison müssen wir genau zu dem Team wechseln, welches uns jedes Mal aufs Neue in der Champions League ein Bein stellt. Egal, ob wir bei Barcelona waren, ob wir bei jetzt eben Liverpool sind. Jedes Mal scheitern wir an Real Madrid. Und wie sagt man so schön, wenn du sie nicht schlagen kannst, dann tret ihnen bei. Gut, das klingt im Deutschen absolut behindert, aber ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend wechselt Allan Halilovic für 362,3 Millionen zu den Königlichen. Und wird ein Königlicher. Meine Wenigkeit wird übrigens auch ein Königlicher. Alter Schwede, was ist das hier bitte für eine Mannschaft bei Real Madrid? So Leute wie Bastoni auf der Bank, einfach mal Gomez und Koundé, der neu dazugekommen ist, in der Startelf, Ødegaard, Valverde, Rodrigo, Vinicius und Co. Also das hier ist wahrscheinlich auch die beste Mannschaft, in der wir bisher in dieser Karrieresimulation überhaupt gespielt haben. Und oh mein Gott, Leute, Saison Nummer 7 und Allan Halilovic steht tatsächlich zur Auswahl zum Ballon d'Or neben Mbappé, Rodrigo und eben wieder auch Vinicius. Und jetzt der Moment der Wahrheit, Freunde, und da ist er im Anzug mit dem Ballon d'Or. Allan Halilovic gewinnt im Jahre 2026 den Weltfußballerpreis und steht damit natürlich auch verdienterweise im Team of the Year, neben den ganzen Liverpool-Kollegen. Und damit endet jetzt also auch Saison Nummer 7 in 2027. Ein weiterer Titel soll uns aber auch nicht verwehrt bleiben. Es wird der La Liga-Titel mit einer 100-Punkte-Saison in Spanien. Einfach nur der Wahnsinn. Die Champions League werden wir aber leider nicht gewinnen. Da war im Halbfinale gegen den AC Mailand mit einem knappen 2:3 Schluss. Aber ich denke mal, besonders Halilovic wird es umso weniger stören, denn das Jahr für ihn war der absolute Wahnsinn. Ballon d'Or-Sieger im Team of the Year, dazu noch die Meisterschaft gewonnen, in der Gesamtstärke auf 94 gestiegen, sein Potenzial natürlich auch genauso, und in 60 Spielen, die er dieses Jahr gemacht hat, sind auch, glaube ich, mit die meisten, konnte er 35 Scorer, 20 Tore und 15 Vorlagen beisteuern. Seine Werte zum Ende sind auch einfach nur absolut pervers, Freunde. Wir haben den kleinen kroatischen Messi gezüchtet, mittlerweile kann man sagen, 98 Tempo, 89 Schießen, 88 Passen, 95 Dribbling und eben eine 94er Gesamtstärke, und er kann mittlerweile überall spielen. Als Stürmer, Mittelstürmer, Rechtsflügel, Zentraloffensiv, Linksflügel, eigentlich egal, wo du den Jungen einsetzt. Und damit, Freunde, kommen wir jetzt also zu einem weiteren Ende einer weiteren Karrieresimulation. Heute das Ganze also mit Allan Halilovic.
Am Ende landet der junge Kroate, beziehungsweise mittlerweile auch schon 26 Jahre alte Kroate, bei einer 94er Gesamtstärke. 94 Potenzial gehört natürlich auch dazu. 110 Tore über 7 Saisons erzielt, daneben 68 Vorlagen und 6 Titel konnte er gewinnen. Das konnte ja Balotelli im letzten Video irgendwie gar nicht, so Titel mit dem Verein gewinnen. 4 Vereine waren es auch am Ende nur, eben mit 2 Wechseln, wo auch eine wirkliche Ablösesumme geflossen ist. Wir haben die Karriere bei Barca begonnen, dann ging es eben noch leihweise zum AC Mailand und dann eben 2 richtig, richtig dicke Transfers für über 200 Millionen zu Liverpool und dann nochmal für über 300 Millionen Euro zu Real Madrid, zu den Königlichen, was uns am Ende zu einer Transfersumme insgesamt von 581,9 Millionen bringt. Ist, glaube ich, nicht der Topwert, aber wirklich mega, mega krass, weil das Ganze wirklich nur mit 2 Wechseln generiert wurde. Und natürlich ganz wichtig auch für so eine Karrieresimulation, ein Ballon d'Or gewonnen, auch ein persönlicher Titel und dazu eben noch daneben 2-mal im Team of the Year gestanden. Also das war auf alle Fälle eine ziemlich erfolgreiche Karrieresimulation, würde ich mal sagen. Gut Leute, an der Stelle soll es das Ganze gewesen sein von der heutigen Karrieresimulation. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, vergesst den Daumen nach oben nicht, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, Kommentar für den Algorithmus und natürlich auch gerne Vorschläge für weitere Spieler, mit denen wir eben solche Videos machen sollen. In dem Sinne, ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wir hören und sehen uns in alter Frische wieder. Bis dahin, haut da rein und ciao.